Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gartenbesitzer können das Lied davon singen. Kaum wird es wärmer, ist auch schon wieder Spritzen angesagt. In unseren Coop- und Hobbymärkten finden Sie aber alles, um Ihnen das Bewässern zu erleichtern. Hier eine kurze Übersicht. Für das Gartenbeet ist die gute alte Spritzkanne nach wie vor unschlagbar. Es braucht allerdings ein bisschen Muskeln. Schon leichter geht es mit dem Schlauchwagen von Gardena, kombiniert mit einem multifunktionalen Aufsatz. Für grosse Flächen lässt sich der Rasensprenger von Gardena genau einstellen. Stufenlos. Was macht man, wenn man einen grossen Garten hat, aber viel unterwegs ist oder auch im Sommer mal in die Ferien will? Erraten. Der Gardena Bewässerungscomputer übernimmt den Job. So oft und so lange, wie Sie wünschen. Das Wasser wird immer teurer. Warum also nicht den Regen nutzen, der sonst nur in die Kanalisation abläuft? Der Regensammler und die entsprechende Pumpe von Gardena sind darum für gute Rechner und umweltbewusste Hausbesitzer ein ideales Team. Und auf dem Balkon ist die Zeit der ausgetrockneten Kistli endgültig vorbei. Dank der vollautomatischen Bewässerung von Gardena. Wer weniger lang muss gießen, hat mehr Zeit zum Grillieren. Und wer viel und gern grilliert, sollte im Coop- und Hobbymarkt unbedingt einmal unsere grosse Auswahl an Grill und Zubehör anschauen. Zum Beispiel den Smoky Fun, der Gartengrill, den auch Profis brauchen. Der Smoky Fun ist einfach zu bedienen und trotzdem äußerst vielseitig. Man kann damit nämlich je nach Grillgut und Vorliebe direkt und indirekt grillieren, aber auch backen und kochen. Das trifft sich gut, weil unsere Metzgereiabteilung zurzeit ein Angebot zum Grillieren vorbereitet hat, wie noch nie. Neben Geflügel aller Art hat es frischen Fisch, verschiedenste Würste, Lammfleisch, Schweinix oder Natura-Beef. Und auch auf fege Spezialitäten und fixfertige Beilagen muss niemand verzichten. Wie bei jedem anderen Grill sollte man auch beim Umgang mit dem Smoky Fun ein paar Grundregeln beachten. Vor dem Anzünden die Regulierklappen an den Brennkammern und am Chemie auftun. Mit Anzündholz anführen und dann nach dies nach grössere Holzstücke drauflegen, bis eine schöne, gleichmäßige Glut vorhanden ist. Lieber ein bisschen Geduld, als nachher schwarzes Fleisch auf dem Teller. Bekanntlich wird ein gutes Stück vom Grill mit einer feinen Soße noch besser. Aus diesem Grund hat uns der Armin Amrain etwas Passendes aus seinem Repertoire mitgebracht. Richtig, es ist eine rassige Barbecue-Soße, unkompliziert, die man gerade hier im Garten zubereiten kann. Grüezi miteinander. Eine mittlere Zwiebeln und Knoblauch möglichst fein hacken. Dann ein Peperoncino halbieren, den Stiel und Kerne entfernen und grob hacken. Jetzt Zitronensaft, Tomatenketchup und Olivenöl verrühren und mit ein paar Spritzer Wustersauce und Salz würzen. Alles mit den Zwiebeln, dem Knoblauch und dem Peperoncino vermischen und mit Peterli und Schnittlauch abrunden. Fertig! Sie werden sehen, dass die Barbecue-Sauce wunderbar zu diesen grillierten Würsten, Lamm oder Rindfleisch passt. Und hier zur Erinnerung nochmal alle Zutaten, die wir gebraucht haben. Zwiebeln, Knoblauch, Peperoncino, Zitronensaft, Tomatenketchup, Olivenöl, Wustersauce, Salz, Peterli und Schnittlauch. Und jetzt noch viel Vergnügen beim Grillieren. Danke, Armin. Zum Schluss wieder ganz normal aus dem Studiodekor der Hinweis auf ein paar besonders interessante Aktionen. Eine Schale Schweizer Epeere kommen Sie über für 3 Franken. Mit der Coop Supercard kommen Sie alle Emmi Energy Milch im 6er-Pack zum halben Preis über. Und aufs Coop Weissmehl gibt es 50 Superpunkte für Superprämien. Sie wissen ja, Supercard vorzeigen, sofort profitieren. Das war es für heute. Danke, dass Sie Zeit hatten und auf Wiedersehen. Heute in einer Woche.